Und es kann weitergehen mit Let's Play Fake Grand Order. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal sind wir weiter hier im Unruhe Castle nach vorne geschritten. Wir hatten eine richtig, richtig tragische Szene, die mir wirklich leid getan hat hier zum Ende. Werde es aber messen, ich nehme mit. Wir haben beim letzten Mal es zwar geschafft und sind hier zum in das Schloss reingekommen, doch dort hat sich uns der Castle of Limway entgegengestellt. Und nicht nur das. Danzo, unsere werte, nette Danzo, hat sich ebenso in den Weg für uns gestellt. Eigentlich natürlich unsere Bekannte und unsere Freundin, die uns wirklich geholfen hat und auch fest davon der Meinung war, dass sie uns hier bis zum bitteren Ende hilft. Doch sie wurde betrogen von dem Cast of Limbo, der sie benutzt hat. Und ja, dieses Monster hat sie hier einfach, ja, nur mit ihr herumgespielt und jetzt am Ende hat er sie auf uns hier gehetzt. Wir konnten zwar Danzo bezwingen, doch, ja, zu was für einem Opfer. Sie hat sich in die Luft gesprengt, Danzo ist gestorben und in den Armen ihres Sohnes Fuma hier verstorben. Auf der anderen Seite hat Musashi scheinbar ihr Auge verloren. Wir wissen nun nicht, ehrlich gesagt, wie es weitergeht. Okay, gut, Musashi geht's wieder gut. Ja, now I'm good to go. Thanks, Maxi. It's lucky for me to see good with your hands. This isn't so bad as wounds go. That's a mark of Danzo's feelings. I wish I could have saved her. Yeah, me too. She said she wanted to protect the world, even after the bastard destroyed her insides. That was what she wished for, right to the very end. Maybe she thought her death was dishonorable. Maybe she thought it was all for nothing. But we won't let it turn out that way. We can't let her go out and just another tragic figure. Isn't that right, Maxi? This is nowhere yet. I thought you would say that. In that case, thanks for holding down the fort, Grandpa Moormother. So we'll let you fight on your own for a while. Don't worry, I didn't have to do anything. He's just been sizing me up while you were gone. Why are you wearing that eye patch? What happened to Maxi's Mr. Coat? I'm afraid it didn't work this time. I thought Maxi would be able to heal me with his Mr. Coat, like he always does, too. But this wound on my right eye just refuses to close up. He did manage to stop the bleeding, though. I fear the wounds that refused to close before. Swords that reach the demonic realm sometimes have curses like that. So given that this villain is calling himself Abinus Semi, I bet he knows about all sorts of curses. You must have imparted something really nasty up in Danzo, didn't you? I did indeed. You are a most perceptive, distinguished elder. I must say, though, I'm surprised to see you crawling back to the fight with Fahad's unseemly eye patch lady Musashi. How embarrassing, Ozzy would have from Cutie beleidigt. That was brilliant. Slash, that should have taken his head clean off. But he stopped it easily. Is that the best you and your Nichiro can do, Shime Musashi? And after you've gone to trouble of applying such a hideous eye patch, no less. This won't be do it all. I haven't had nearly enough fun yet. Great, and now there's even more of them. In the end, I never managed to call your mother. Not even once. I'm sorry. I hope you can forgive me. I'm a servant and above all a ninja. I must fight according to my master's orders. I would be lying if I said I have no regrets, but I do like fighting by my master's side. I really do, and fighting to save the world isn't bad either. It really isn't, mother. I can see why you pushed yourself so hard to do the same. Fighting that world's right feels very different from struggling to survive on our age of war. That's why. What is this? I can feel magical energy cursing through me. It's the same type as mine. My mother's Fuma energy. I remember. She said there were two people who created her. Kashim Yuji and the first Fuma Kotaro. That means that this magical energy, the first Fuma embedded into her. I've lost count of them. They just keep coming. It's getting hard to breathe.
We need to get through it and take out Casa. I'm sorry to have kept you waiting so long, Master. As the fifth Puma Kotaro, ask that you let me handle this. Kotaro! Well, look at you, all grown up and handsome now. I take your saying your goodbyes, Kotaro. Lei Danton trusted me with the magical energy left her by the first Fuma. Every cell of my Fuma blood is crying out. A ninja without a soul is nothing more than a hollow blade. And a soulless, crackling human is nothing more than a demon. A ninja path is not one of justice and righteousness, and yet my mother tried to walk it away. If I don't try to follow in her footsteps, I'll never be able to give her the farewell gift she deserves. And just what do you think you can accomplish all on your own, ninja boy? I can see you giving off some unusual form of magical energy, but now the only castle is on the verge of activating. I'm not on my own. Lei Danzo is with me now. Prepare to die, Casa of Limbo! No, sorry. I'll not be making any such preparation. After all, you'll never get close enough to even try. I'll help you, Kotaro. Yes, Master. Kotaru, Mann. Jetzt muss ich nochmal auf seine Last Ascension bringen. Der sieht ja so badass aus. Okay, liebe Leute, verständlicherweise ist er hier wütend. Wütend auf das Monster, was uns hier seit Anfang ausgespielt hat. Das Monster, was so viele Leute hier mit seinen seltsamen Ritualen und bestialischen Taten hier in den Ruin getrieben hat. Dieses Monster ist ganz klar Aseido, Mann. Habe ich seinen Namen gesagt? Ja, liebe Leute, Mann. Entschuldigung. Alles auf Nero. Übrigens für die, die es immer noch nicht wissen, ich habe Nero Brightman. Ich wollte es nur angemerkt haben, falls sie immer noch nicht verstanden haben. Wieso mal alle buffst du sie, wenn ich nicht mal mit dir angreife, Mann? Ich bin so schlecht, Mann. Aber ich wollte Nero Bright sagen, dass ich sie hab, Mann. Sehr hübscher Brightman. Würde ich sofort heiraten. So, weiter geht's. Jetzt geht die Umo-Party langsam los. Haben wir den Arzt-Buff? Zählt das als Stadt? Okay, nicht, dass ich mich beschwere. Ein Gegner mit Leben. Komm mal her mit deinem Leben. Denn weiß was gleich, Mann. Umo Power, Mann! Hab jetzt irgendwie das Gefühl, Umo Bright ist kleiner als die normale Nero. Haben beide so hochhackige Schuhe, ist die Frage. Nee. Aber wie gesagt, ich muss sagen, immer zu wieder zu Aseido, Mann. Der hat so eine ultra böse Präsenz, Mann. Der allein so sein Auftreten, es ist so furchtbar, Mann. Und der Typ ist so krass, Mann. Der ist so als Monster, geht der halt wirklich komplett durch, Mann. Man kauft es ihm wirklich so wie wenigen Leuten an, dass das wirklich ein komplett böser Wahnsinniger ist, der einfach nur Chaos und Zerstörung will. Und das, muss ich echt sagen, da macht er seinen Job sehr gut. Nee, heute bitte keine Bonuseffekte. Wäre natürlich jetzt nice. Es sollte mir gelingen, nochmal EMP aufzuladen. Dann weiß ich, was in der letzten Runde kommt, Mann. Oder nicht, Leute, denn ich werde jetzt wahrscheinlich EMP hier nochmal einsetzen, weil sonst könnte es schmerzhaft werden. Ja. So, das soll schaffbar sein. Ja. Dann machen wir erstmal den Bane for Oni alle. Und letzte Runde ist dann Bright Action. Then the bride is right. Dieser Schaden, Mann. MB2, Mann! So, also, Fatal Battle. Orochi. Schon wieder Orochi. Ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock mehr auf Orochi, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, aber wir könnten jetzt... wir haben... zwar vier Nero-Karten, aber nur eine von der, die ich jetzt auch brauche. Aber mein Heal. Dann machen wir es so.
物理で殴るだけの戦いじゃ。道を開け、トーン。これぞ大軍師の究極の陣地。破ってみせるだ。春の日差し、花の乱舞、開け、ヌプティア・エドムズ・アウレアよ。歌え、バグ・アレスティ。ヨノ、Alter, was hat die gerade Schaden rausgehauen? Ich dachte ja... Alter. Ich habe es gedacht, die haut irgendwie 50.000, 60.000 raus, Mann. Ja, brutal, Mann, Bridie. Brutal, Mann. Bist du etwa... Habe ich echt mal einen Servant ausgewählt, der nicht nur Waifu ist, sondern auch verdammt gut ist? Also nicht, dass ich mich beschwere. Ja, es war echt nice, Mann. Ich meine, so viel Buffs habe ich jetzt nicht gehabt. Ich hatte jetzt auch nur Waivers Buff, ihren Buffs und der von unserem Command Code. Ah, ja, Bridie! Na, Bridie ist doch größer, Mann. Gerade so. Beide haben übrigens einen schönen Lorbeerkranz. Okay, aber Leute, bezwungen, aber... Oh, ihr wisst, wer jetzt noch kommt, Mann. Der sexiest Man des Jahres 2022 im Fake Grand Order, Mann. Und, okay, Mutomaus oder ja? Nein, Leute, Mann. Der kommt erst für 23. Also, Leute, wieder Zeit, Mann. Wieder Zeit, Mann. Der sechste der sieben Schwertmeister wartet nun auf uns. Es ist niemand anders. Das heißt, der Cast of Limbo, das Monster, was hier nun schon so lange sein Umwesen treibt. Und ich wurde so ausgerüstet. Es ist Zeit. Loslegen, Mann. Er ist ein Caster, Mann. Wer ist mein Caster-Freund, Mann? Ozzy, Matma tue ich rein. Sollte es nicht klappen, kommt Meshi rein. Und last, Nero Standing ist natürlich unser guter Nero. Sollte es nicht klappen. Aber ich habe ein bisschen Angst für ihn. Useless, fruitless, pointless, meaningless. Even if you do have more magical energy than most servants, there is nothing you can do to me while Andre in the castle enjoys Satan's protection. It's impossible for the likes of you to take mad. Are you sure about that? We have destroyed 90% of the monster shielding you. Soon I'll finish you off the few rare that remain and cut you down where you stand. It seems that Fuma Boy is going on about something. Well, it's nothing that concerns me. The Red Tech Clero doesn't understand. They are not the ones making their way to me. I'm the one making my way to them. Now I think it's time to end this. Master of Chaldea, Shinmei Musashi. Go ahead and pray to the Buddha all you want. Go on, my little pentagram. Eat up their light. Huh? I can't move. This must be one of his curses. Now let's see, Curse of Annihilation. I think I'll imbue you with my special one. Er will Musashi verwandeln? Nein. I see it. You see your soul. You seem to have some doubt, just like Lord Sorcerer, but you cannot hide anything from me. This takes me back. Inshun, the others, they all displayed the most wonderful expression of shock and agony during the transformation. You're doing your best to fight it. But it's pointless. There's nothing at all you can do. Damn it. I shall remark make your soul. You will. Everything about you. Goodbye, Shinmei Musashi. Hello to our newest heroic spirit submaster. What a delicious joke turning you into a heroic spirit submaster while you're still alive. Indeed, you deserve nothing less than a hell of... Don't underestimate Chaldea. Mr. Grain of Isis! What? What is this? Looks like we are the ones who made our to you, Locust of Limbo. Huh. This cannot be happening. How could a bare human display my sorcery? How dare you to mock the protection endowed by Satan, by Lucifer himself? And is this a wand? How could you break my multi-layer barrier? My defense should be impenetrable. I've seen through your karma. I could never have done it without fighting against Karasuta and collecting quick techniques.
I've taken my first steps inside the void. I may still be amateur, but I understand that my reaching emptiness, my sword has become invincible. Curse you. Curse you, Musashi! I shall obey your very soul, in the name of Lucifer, the great Satan himself, we shall do battle. Come forth, my blood-soaked frontier. The mountain of bodies and river of blood shall serve as the stage for our battle and consume the loser's souls upon their defeat. The cursed name of my blade is Cast of Limbo. My true name vessel is not worthy to mention. Come forth, great spirit of Shimusa Soma clan. I have found you an opponent who has defeated several heroic spirits already. You are more than worthy to serve as my champion in this duel to the death. Prepare yourself, Shimmer Musashi. Our final battle is up, Mas. Let's do this. Eire Kengo. Nanaban Shobu. Shobu. Rokuban me. Miyamoto Musashi. Kyaster Rimbo. Issai Choro. Utsukushiki Nikushokuju. Der Typ ist so genial, Mann. Der Typ ist so genial. Er ist so ein bestialisches Monster, Mann. Okay, will ich seine Effekte lesen? Eigentlich nicht, oder? Just to decrease the Zelda Run, decrease your MP gen. Ach, Leute, Mann. Nicht auf meine Mart, Mann. Ja, machen wir mal lieber für Minity. So. Machen wir unsere Buffs gleich? Ich meine, ich kann gleich aus diesem Piros hauen. Wieso eigentlich nicht, ist die goldene Frage. Oder warten wir noch eine Runde? Den Crit Buff gebe ich Ihnen beim übernächsten Mal oder so. Außerdem natürlich unser Haupt-Damage-Dealer. Wir machen das ein bisschen, um die Buffs wegzumachen. 10% bitte. Passt. Mehr als ich mir vorgestellt habe. Mach ruhig weiter. Kein Buff klappt auf Marta. So, okay. Dann. Und schon geht die Party los, Mann. Und schon geht die Aussie-Party los, Mann. Also, keine Ahnung, was er macht beim Breaken, ehrlich gesagt. Aber wir lassen jetzt erstmal ein paar Pyramiden auf ihn drauflegen. Das große Problem wird sein, dass ich nicht weiß, ob wir ihn konstant aufhalten können. Da wir keinen Heal haben, können wir uns wirklich noch auf unser Facekarten-Damage verlassen, weil ich habe jetzt Martas Buff schon alle rausgehauen. Das Ziel war natürlich genau das da, dass ich so gut wie es geht Aussies MP refunden kann. Und das hat hier wunderschön geklappt. MP gehen down, ja, ja. Martas erstes Skill war hier echt wichtig. So, ich würde einfach sagen. Ja, okay, Aussie Critted eh tot. Das Problem ist, ich habe jetzt beim nächsten Mal keine Aussie-Karten und beim nächsten Mal hätte ich halt noch schön seine Buffs offen. Also, erster Break. Peel down. Er ist so fies, wie oft er angreift. So, wir gehen jetzt ein bisschen defensiver hier an die Sache ran. Ich versuche jetzt mit Wavers MP drauf zu hauen. Problem ist, ich kann Aussies Buff nicht MP nicht machen. Weil es natürlich jetzt deutlich weniger Schaden macht. Aber ihr seht, drei Defense Downs. Okay, jetzt haben wir noch zwei Defense Downs. ein Defense Down, okay. Der haut so viel Debuffs aus uns raus, man. Das ist echt nicht feierlich. So. Jetzt will ich mal schauen, wie viel MP ich dadurch bekomme. Ich meine, unser Facecard-Schaden. Also, viel schlimmer wäre es, ehrlich gesagt, wenn er unsere Attacke reduzieren würde. Das wäre schlimmer als das, was er jetzt macht. Das muss man da ganz klar mal sagen.
Aber der MP-Damage Down, der ist es, der mich sehr stört, weil ich hätte jetzt wieder meine Buffs offen. Und sie bringen mir aktuell nicht allzu viel. Obwohl, liebe Leute. Ganz ernsthaft, Facekarten-Damage, Mann. Nee, was will ich? Ich hau mal MP raus. Aber wenn unser MP weniger Schaden macht, das müsste immer noch gut Schaden machen. Das MP-Gain Down stört mich aktuell mehr, weil ich jetzt meine MP nicht in keinster Weise refunde. Aber ich krieg jetzt. Aber wenn beide Karten critten, dann solltest du auch nicht Schaden machen. Sind immer noch voll akzeptabel Schaden, man sollten immer noch. Ja, 70.000? Die critten jetzt? Ja, oh, die critten nicht. Die critten auch nicht, oder? Ja. Okay, Alter, 3%. Oh, 5% geholt haben, sehr schön. Ich will überkillen, ich will überkillen. Er ist tot. Okay, einen Zug haben wir uns noch erkauft. Ich nehme alles zurück, wir haben uns noch zwei schöne Züge erkauft. Zwei Runden bis Marthas Buff wiederkommt, okay. Die Buster-Crit-Karte könnte ihn schon töten. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, wir können auf den Stun hoffen. Wenn Wayward stirbt, wäre es auch nicht so schlimm. Ja, Stun, passt. Okay, wir haben eh schon gewonnen. Wenn nicht, ich hätte nochmal den Stun mit meinem Command-Code, aber das sollte lang. Leute, er kann ja gerne der Cast of Limbo sein. Aber Leute, das ist Ozzy, Mann. Leute, Mann, ich sage euch, wir werden bis zum Ende des Spiels kein Problem haben, wenn wir irgendeinem Caster-Boss. Ich kann auch nichts dafür, dass Ozzy der beste Single-Target-Rider ist im Spiel. Quetz in allen Ehren, Mann. Aber trotzdem, Mann. Mit Team Utility sagen wir es dann halt. So, das war gar nicht wirklich, aber trotzdem, das Monster, was ihr beschworen hat, ist bezwungen. Impossible. There's no way you could have cut through my spirit, my talisman. Of course I could have, thanks to this. I now have the good idea how to fight while wearing an eye patch. Impossible. Fuma! No blade other than the accursed Muramasa's sword should be capable of wounding us heroic spirit submasters. Of wounding me! I am sure about that. Now that my mother protection is with me. Are you telling me such significant things as our prayers, our wishes, our feelings? Gave your power to wound me, the caster who commands a limbo itself. Long ago, there was a woman who raised me. She wasn't a living creature, but a machine. She's the one who taught me the Fuma clan's ninja art. She was a bit broken down and forgot things constantly. She would often smile sadly, and she might even forget me someday. But she was the kindest person I had ever met. She was my mother in everything but blood. Watch over Kotaro suddenly. This is for Lady Danzo. This is for my mother. Human sentimentally, huh? Und damit fällt der sechste. I won't give you the chance to wander in limbo. Hell is the only place for you now. Der sechste der sieben Schwertmeister ist bezwungen. War ein ziemlich guter Kampf. War, ehrlich gesagt, ziemlich easy. Ein bisschen zu easy, muss ich fast sagen. Kriege ich noch einen schönen Quartz, den ich eklig wieder raushaue, aber okay. Trotzdem sehr schön. Also, wir konnten uns rechnen, liebe Leute. Und ihr seht, langsam kommen wir auf das Finale zu. Ending ist es. Und ja, einer wartet noch, so wie natürlich der Caster hier noch, der hier den Satan in Person beschworen hat. Bevor es aber da weitergeht, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Fake Grand Order. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.